Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zum Hands-On und heute legen wir unsere Hände an die Order 1886. Oh, aber man muss noch mal kurz betonen, Hands-On heißt nicht einfach so Hands-On, sondern es geht um unseren ersten Eindruck. Es ist quasi, oh, ein Spiel, wie ist das wohl? So, und so sagen wir unsere Meinung, das ist unsere persönliche Meinung, unsere ersten Eindrücke von dem Spiel. Wir haben es nicht komplett durchgespielt, wir haben es nicht komplett reviewed, wir sagen einfach nur, unsere Meinung und geben euch dann am Ende des Videos eine Empfehlung, ob ihr oder ob ihr nicht vielleicht das in Erwägung ziehen könntet. Und Ole ist schon eingeschlafen, deswegen sollten wir uns jetzt beeilen. Das Spiel The Order 1886 verschlägt uns in ein viktorianisches London, was aber auch sehr fiktiv daherkommt. Ja, denn in diesem viktorianischen London ist es, anders als es tatsächlich so in unserer Zeitlinie war, sehr, sehr hochtechnologisiert und zwar auf eine Steampunk-artige Art. Zur Story. Ihr seid ein Teil der Tafelrunde. Zusammen mit euren drei Kompagnons begebt ihr euch dann auf eine Mission. Es geht los, eine Rebellion nämlich aufzuhalten, die sich gegen die Krone verschworen hat. Aber dass natürlich die Rebellion nicht der einzigste Feind ist, das ist sicherlich klar. So viel zur Story, wir wollen da auch nicht so viel verraten, weil das ist halt auch der Kernpunkt von diesem Spiel. Weil das Spiel ist halt, naja, einerseits will es halt auch ein Gears of War sein, aber einerseits will es halt auch mehr Film sein. Und zwar hat man halt viele Sequenzen, wo man läuft halt los, schießt ein paar Leute tot und dann auf einmal kommt schon wieder eine Filmsequenz und man erfährt halt immer mehr von der Story, aber man hat dann irgendwie auch nicht mal die Kontrolle zum Spiel. Das Witzige daran ist, du hast, man würde jetzt normalerweise sagen, es ist eine Cutscene, die quasi kommt, aber es ist keine Cutscene. Es ist so flüssig, es ist so ein flüssiger Übergang, dass es wirklich nicht stört. Also das beste Beispiel zum Beispiel bei Last of Us, das ist ja ein ähnliches Spiel vom Aufbau her, also du hast halt auch dieses interaktive Filmprinzip da drin, nur bei Last of Us siehst du halt den Schnitt. Du siehst halt, das ist jetzt Gameplay-Szene, das ist eine Cutscene. Und hier ist es wirklich so, du bewegst dich, machst eine Interaktion und plötzlich kommt die Cutscene und dann ist wieder die nächste Interaktion und dann ist wieder die nächste Szene. Die Sache ist halt auch, man ist die ganze Zeit am Gamepad und man kriegt den Anfang auch gar nicht mehr mit, dass man gar nicht mehr schießt, sondern dass es einfach auf einmal gleich eine Sequenz ist. Und das hat einerseits, also wie gesagt, manche würden sich daran vielleicht stoßen, aber einerseits hat das aber auch was, also es ist wirklich Einfluss und es wirkt wie aus einem Guss und es ist halt, auf jeden Fall hilft das der Inszenierung. Ja, man bleibt auch einfach im Spiel drin. Also noch ein schöner Punkt dazu ist übrigens auch, dass du hast kein festes HUD, was dir die ganze Zeit irgendwie eine Lebensanzeige oder irgendwas reinknallt. Du hast kein Radar oder irgendeine Scheiße, sondern du hast wirklich nur zu dem Zeitpunkt, wo du was brauchst, wie die Waffenanzeige, die Munitionsanzeige, hast du nur dann, wenn du die Waffe in der Hand hast und wirklich schießt. Du kannst dieses Spiel quasi komplett optisch auch einsaugen und diese komplette Story eben wirklich wie einen interaktiven Film genießen einfach nur. Ja. Also ich würde mich fast weit ein bisschen über den Fensterrand noch ein bisschen weiter hinauslehnen, als ich das eh schon sonst mache. Es ist das bestaussehendste Konsolenspiel ever. Es ist das bestaussehendste Spiel ever. Die Kombination aus Mimik in diesem Spiel, die unfassbar gut ist, also mit dem Bump-Mapping, so, also die Reflexion im Gesicht von dem fettigen Schmalz des Hauptcharakters. Ja, schon allein und auch die Rüstung. Also die Rüstung ist so detailliert, also da. Es ist nicht einfach nur so ein Bademantel mit einer Textur drüber, sondern es ist tatsächlich jede Kordel, jedes Kettenstück. Es bewegt sich auch alles bewegt sich. Ich wiederhole mich ungern, aber es wirkt halt wirklich wie aus einem Guss. Ja. Es ist halt wirklich ein zusammenhängendes Ding. Die haben sich da wirklich auch was überlegt dabei, wie das so sein. Da muss man vor allem mal sehen, dass Ready at Dawn vorher fast keine eigenen Spiele entwickelt hat. Nee. Die sind normalerweise dafür bekannt gewesen, dass sie nämlich sowas wie God of War-Teile für die Mobilgeräte Die auch Bombe waren. Oder den alten Okami-Teil von der PlayStation auf die Wii U geholt haben. Sowas. Die haben aber keine eigenen Spiele geschrieben. Und das ist jetzt einfach das erste, was sie so richtig, wo sie sich richtig reingehangen haben und dann gleich so eine Bombe einfach. Also grafisch das, auf jeden Fall. Ja, Man kann auch einiges kaputt schießen und das sieht auch sehr fett aus. Genau. Generell auch die Explosionen sehen Hammer aus. Ja, da gibt es später, halt später im Spiel eine Knarre, die halt so, wo man halt irgendwie so eine Art Gas verschießt und dann haut man dann noch irgendwie so ein Projektil dahinter und dann explodiert Termit, und dann explodiert das alles. Das sieht wirklich erste Sahne aus. Hammer. Generell, was er ja auch gerade schon sagte, du kannst in der Welt sehr viel zerschießen. Die Welt ist also auch, hat auch zerstörbare Elemente, sowas wie Tassen oder so Vasen und sowas. Also es ist auch der Detailreichtum, spiegelt sich auch in der Welt wieder. Ja. Wobei natürlich nicht alles zerstörbar ist, was vielleicht zerstörbar sein sollte. Im Großen und Ganzen kann man einfach sagen, dass The Order ein neues Spielerlebnis bietet,
sowohl ist es Spiel, aber auch halt ein Film. Das war ja auch lange in der Diskussion, ob es nicht zu viel Film ist, um ein Spiel zu sein und so weiter und so fort. Ich finde, die Mixtur ist sehr gut gelungen. Kann man auf jeden Fall machen. Es macht mega Spaß. Man ist halt immer am Pad. Also wirklich, es gibt nie irgendwie so Leerphasen, wo man irgendwo rumläuft und sich irgendwie nur die Gegend anguckt. Also okay, das macht man schon wegen der Grafik, aber man verliert sich halt nicht und sucht jetzt nach irgendwelchen Sachen. Man kann es auch einfach durchrocken. Nee, man kann es auch nicht. Ja, man geht einfach durch. Man verpasst auch nichts, wenn man irgendwie jetzt irgendwelche Sachen suchen will, wie, weiß ich was, Statuen oder so. Sowas gibt es da gar nicht. Es gibt ein paar Bilder und so kleine Tonaufnahmen, die man sich anhören kann. Aber selbst wenn man die nicht einsammelt, ist auch nicht schlimm. Einfach straight den roten Faden folgen und man hat mega Spaß. Und das ist den Jungs von Ready at Dawn echt gut gelungen. So, meine lieben Texcalibur-Nauten, hier ist die Endcard. Und da ist dein Video und das ist nämlich das letzte Hands-On. Und da drüben bei Ole, da ist das Hands-On von davor. Und hier in der Mitte, da gibt es den wunderschönen Abo-Knopf. Und es würde uns sehr freuen, wenn ihr da drauf drücken würdet. Für die Leute auf den mobilen Geräten haben wir hier oben links nämlich noch ein kleines i. Ich weiß nicht, wo links ist. Und da könnt ihr drauf drücken und dann kommt ihr nämlich auch zu den zwei Videos und müsst nicht irgendwie euch durch die Beschreibung wühlen. So sieht's aus. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Übrigens twitchen wir das Spiel morgen Abend auf twitch.tv/Texcalibur. Schaut da also auch nochmal vorbei, um einen etwas extensiveren Eindruck von dem Spiel zu bekommen.